Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Valheim. Langsam, aber sicher, muss man sagen, geht's dem Ende zu. Wir sind zwar noch weit entfernt durch zu sein, aber wenn ich mal anschaue, dass wir eigentlich jetzt nur mehr unser Magic Gear mal craften müssten und so, also mal alles dafür zusammensuchen, sind wir eigentlich praktisch gesehen jetzt auf Gearsuche. Also auf die Mats fürs Gear, fürs Essen, dann geht es eigentlich schon, fehlen nur noch die Siegel. Das heißt ein paar Mines, da werden wir dann natürlich, nehme ich euch mit, werden wir einfach Siegel durchraufen, wie blöd. Bis dahin wird es noch ein bisschen mehr zusammengeschnitten. So, was haben wir jetzt heute vor? Wir wollen Hasen jagen, wir brauchen die Scale. Und den Rest, ich habe ein bisschen Yggdrasil, Holz geholt letztens, also wir brauchen jetzt eigentlich, wir können noch nicht wirklich was anstellen mit unserem ganzen Zeug. Unser Problem ist, dass wir, da brauchen wir 5 Scale, brauchen wir 10 Scale, das ist schon mal nicht wenig. Da brauchen wir kein Scale, sehe ich gerade, aber nur mit dem fangen wir nichts an. Wir können das dann in uns, was soll man mit dem machen? Wir stecken es dann, setzen uns den Kopf auf, dann halb Rüssel. Wir brauchen hier alle Sachen, genauso bei den Stäbe. Wir holen uns mal den Yggdrasil Woodhammer, auch keins. Gut, wir gehen mal Hasen jagen. Dazu brauchen wir jetzt einmal Gear. Essen, nicht Gear, sorry. Das heißt, wir haben ein gutes Essen, wir haben ein gutes Salat, wir haben das hier, wir brauchen noch ein Essen mehr. Was kann ich noch... Was kann man mit dem Scheiß eigentlich tun? Ich habe es letztes Mal gefunden, was war denn das? Das ist Alter. Schau einfach durch, wo da Special-Zeug kommt, da. Ja, das brauchen wir jetzt auch nicht. Jaha. Was muss das ausdauern? Nebelhase habe ich noch keinen. Dafür fehlt mir der Hase. Ja, mir fehlt der Hase. Es ist und bleibt der Hase. Loks. Können wir noch so ein Loks-Ding machen? Ach ja, machen wir eine Loks-Fleischplatte. Geht immer. Die geht wirklich immer gut. So ein paar Loks erlegen mal. Und dann mal auf das Schlangenfleisch draufhängen. Passt. Passt das Schutter. Okay, aber nicht gut. So, das habe ich mir schon überlegt. Es wird, das müsste euch der Server jetzt schon online sein oder bald online gehen. Fischen müssen wir auch mal erledigen, alles. Das ist noch ein bisschen lästig mit Fischen. Alter, da ist kein Holz drin. Du Sack! Das ist aber toll. Ich dann nämlich auch mit. Ich habe da hinten nämlich ein Ei noch besorgt. Beziehungsweise hat das Hühnchen das baut. Hm. Habe ich Spaß. Ich spasse ja das abgerissen da. Die Feuerstelle. Die wäre nämlich praktisch, um das Ei warm zu halten.
Und da kann ich noch ein paar Mal einheizen gehen. Muss dann schauen, ob ich von da alles upgradet habe, was geht eigentlich schon. Wenn es um Dunkleisen und so geht. Oh. Cool. Na, kurzzeitig habe ich laufen können. Aber nur kurz. Oh, ich sehe gerade. Ich würde sagen, bitte nicht meine Loksplatten verharzen, oder? Das alles mal da raus. Wir sind da drin, der Schlangeneintopf. Honig und der rote Pilz. Roter Pilz, Honig. So, das war's mit dem. Außer ich begegne wieder einer Schlange. Schaut ja schon mal gut aus, oder? Ja, schon. Einmal darauf. Besser als einmal so langsam dahin stümpen, dingseln. Eis warm, passt. Gerste haben sie auch zum Essen. Alles gut. Hühnchen fühlt sich wohl. So, reparieren. Auch. Die ist Max-Quali. Die nicht. Aber bevor ich das mache, mache ich jetzt mal andere Sachen. Das wäre so cool. Aber ich brauche. Die Teampfeil wäre cool. Ja. Aber das will ich auch. Alles, ich will das jetzt nicht unnötig verschießen, wenn ich das dann eh alles brauche. Ja, gut. Den könnte man sogar, glaube ich, einen Totenkopf. Haben wir sogar. Na, dann fehlt es jetzt mal größtenteils wirklich an das Scale und am Saft. Dann, à la Spaceballs, möge der Saft mit uns sein. Wir gehen los. Genau, zuerst nochmal kurz Zizi. Jetzt gehen wir wirklich Hasenjagd. Deswegen brauche ich diese Black Cores jetzt nicht mehr. Außer natürlich, ich will was doppelt und dreifach bauen, weil ich nicht weiß, ob ich es für ein Ding noch brauche. Egal. Ist egal, wir werden da jetzt da mal durchzählen. Brennt nichts mit mir, oder? Nee. Gut, Mistlands. So, Target 1. Hasen. Hasen Yggdrasil Wut. Praktisch.
Fördert langsam. Boah, nein, Mann. Ich hab das wieder weg. Ich bin so ein Vollpfosten, so ein Blöder. Ich hab das so am Arsch, dass ich jetzt blöd bin dafür, dass ich mal merkt, dass ich mir das mal behalte. Wurscht. Müssen wir gesagt werden, mach Nahkampf, aber. Das gibt's ja nicht. Kommen die von selbst, wenn man ein bisschen schleicht? Ziemlich viele Hasen hier nebenbei. Ich kann nicht sagen, dass das Schleichen so funktioniert, weil. Im Endeffekt bin ich ein. Habe ich einen Leuchtpunkt mit. Ja, das funktioniert nicht. Da kann ich den dämlichen Hasen da die ganze Zeit nachrennen. Das ist ja Wahnsinn. Aber. Das hat wenigstens bis jetzt jeder alles mit. Erledigt. Hallo. Dwerger. Du mir helfen tun.
Chance verpasst. Ich weiß nicht, gibt es eine bessere Methode, die irgendwie zu fangen? Bis jetzt ist man immer einfach so untergrennt, aber wenn man es wirklich farmen will, ist das gerade schon nervend. Okay, ich habe eine Idee, wie man das besser hinkriegt. Dem Gebiet hier sind ja anscheinend recht viele. Wir stecken das Gebiet mit den Fackeln ab. Dann sehe ich es von weiter weg, aber dazu brauche ich das Yggdrasil Wood. Neben dem Wood brauche ich dann noch diese Wisps, aber die habe ich. Die holen wir sich jetzt. Das holen wir sich schön. Können ja auch schon ein bisschen was craften jetzt. Kann meine Base dann auch schon. Das gefällt mir. Der Part ist cool. Wir haben wirklich schönes Gameplay hier. So Search and Destroy mäßig. Gleichzeitig auch ein bisschen Herausforderung dabei, weil eben die Viecher sich da irgendwo vergraben. Und immer wieder die Gefahr, dass uns ein großes Viech über den Weg rennt. Ist doch schön. Zähler gleich so nebenbei an den mitgeben. Ah ja, denke mal. Der reißt mich raus jetzt. Build's langsam, mein Freund. Ich muss mal schauen, dass ich den Zwerg nicht treffe. Nein! Der hat den Zwerg zerlegt. Warum? Ich weiß, warum er es machen wollte, aber... Nein! In Ausübung seiner Pflicht. Ich weiß nicht, da rennen so viele Hasen rum, ob man nicht einfach nur stehen bleiben sollte und warten. Die kommen dann von selbst so irgendwie vorbei. Kommt mir vor. Genau das meine ich, da war doch schon wieder einer. Marschiert da was?
Ja, es wird Nacht. Geh mal. Voll rund wieder. Ach Gott, wie ich euch nicht leiden kann. Ich würde da gerne noch mal kurz. Ich kann den jetzt aber eh nicht abreißen. Gegangen eigentlich, es fördert langsam. Ja, geht aber. Zwei, drei, wir sind jetzt Abreiß. Ne, das kann ich nicht. Machen wir nachher. Setzen wir nachher auf die neue Ding. Schauen wir mal, was wir craften können. Achso, wir sind jetzt zu schwer, gell? So. Er rollt noch immer. Böses Lachs leuchten die Augen. Tschüss. Ich hoffe, ihr haut meinen Tüdel nicht zusammen. Oh, auch wurscht, der rüber kommt eh nicht. So, da schauen wir aus. Habt ihr schon was gemacht? Oder so, da bist du noch nicht geschlüpft. Okay. Vielleicht brauche ich dann auch Schwadenteile. Ja. So. Hase rüber. Das rüber. Das nicht dahin. Das oben. Schon wissen, ne? So. Mal von den weichen Hirnerweichungszeug da was mit. Harz rein. Taschentuch hinein. Ah, grausam. So. So. Wenn ich schon so ein Zeug mit hab. Das haben wir auch da rein. So. Dann werden wir jetzt einmal, wir nehmen das Wut. Wir werden erstens mal diese Funkelteile hier mitnehmen. Und dann werden wir mal schauen, was für den Hasenbraten. Das war der Nebelhase, der ungekochte. Ich weiß jetzt gar nicht, was der macht. Nehmen wir mal das mit.
Karotten. War da noch? Dieses Jotun. Und dann nehmen wir nochmal das mit. Das. Das Jotun. Da. Ich muss nämlich gerade ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht mehr, was davon besser war. Ich glaube, von beides mal da rein. Warten natürlich kurz. Da brauchen wir ja eh nur für die Lampe, brauchen wir eh nichts. Kann man auch ohne. Was? Das kann ich ohne Werkbank aufstellen? Cool. Wer wäre man lieber? Lieber wäre man. Was der, weil ich so viel Suchanzeige habe. Aber das brauche ich eh wieder dann. Na komm. Danke. Nebelhase Deluxe. 85 Ausdauer. 80 Ausdauer. Und nimmt sich nicht viel. Der Nebelhase Deluxe da ist aber anscheinend der bessere. Nochmal gleich. Keine Sorge, da kommen schon noch ein paar nach. Dahin, das kommt wieder dahin. Das nehmen wir für den Boss. Das können wir da jetzt schon mitnehmen. Die lassen wir auch da. Es ist gerade eher so zum Verbrauchen. Wenn sich wer wundert. Das braucht man jetzt alles nicht. Wirklich nur so. Jawohl, so geht es. Ah, Scheiße, das verbrennt jetzt da drin. Ah, Mist. Ma fuck, das habe ich jetzt verhunzt. Okay, das war mein Fehler. Eh wurscht. Haben wir eh nicht lang gesucht, danach braucht man eh nicht. Ja genau, sehr schön. Kohle brauchen wir auch immer wieder. Alles wie geplant. Von starten. Und pfeifen sich das rein. Ah, Babyhuhn. Am Essen haben sie auch noch. So. Können ja, glaube ich, noch immer nicht viel machen. Ich nehme mal mit. Nehmen wir nur die Hälfte mit. Nicht alle. Das wäre ein bisschen Overkill. Brauchen wir jetzt auch nicht. So, jetzt wäre es interessant. Kann ich schon magietechnisch jetzt so? Na, schau her. Wir können ja eine Kisten herstellen. Da. Da. So. Ne, können wir nicht. Da. Dann machen wir mal, was geht. Wir können das gewobene Ding. Brauchen wir mal das Leinenzwirn, Federn, Schuppenhaut und dann das grünleuchtende Zeug. Federn, Leinenzwirn, Schuppenhaut. Ja, und dann das. Traurig ist, dass, glaube ich, die Federn nicht reichen. Na, wirklich. Need Federn.
Haben das 7 Federn? Ja, das schaut jetzt schlecht aus. Fick dich. Wir müssen zuerst auf Hasenjagd. Ah, Regen. Regen ist optimal. Ich wollte gerade sagen, nur bei Nacht und Regen kommen die runter. Ja, mal schauen. Wir müssten jetzt irgendwo Vögel rumsitzen, wenn es regnet. Gibt's denn das? Überhaupt keine Vögel? Ich höre was quietschen irgendwo. Na gut. Planänderung. Holen wir uns zuerst den Hasen, vielleicht finden wir dazwischen ein paar Vögel. Dann geht's es halt doch noch nicht aus. Naja, was soll's, ist ja alles tragisch. Alles da rein. Du musst da rein, wo wir es finden, auch wieder. Was war auch dazu? Wieso schwirren die eigentlich rum? Ist Nacht? Bitte. So. Und werden wir jetzt mal das, die ist bei der Wurzel umsetzen? Oh, ihr habt's gewartet. So lieb. Sitzen normal auch überall Vögel. Was ist mit denen? So, gehen wir mal darauf. So.
Regnet es jetzt da auch? Dann wäre das wirklich eine gute Chance für irgendwelche Vögel jetzt. Mein Problem ist nämlich, ich brauche die Federn. Ich komme ohne die Federn nicht weiter. Ja, wirklich. Okay, mal Hasen jagen. Vielleicht finde ich beim nächsten Mal noch mehr. Ja, jetzt kommt es jetzt. Wurde ich oft erwähnt, ich sag's nochmal. Anspruchsvolle und zugleich sehr schwerst nervende Umgebung. So. Reicht's mal. Da drüben auch noch. Das war wahrscheinlich schon wieder übertrieben viel dahin, aber ich sehe die habe jetzt halt da nichts. So. Besser, ne? Schauen wir mal, ob wir da wohl einen Hasen finden. Nein, haben wir ja schon mal. Ist beim Regenwetter jetzt auch nicht so optimal gerade, aber gut. Irgendwie sehe ich da weniger als sonst. Zweimal Scale.
Schlimm. Ich meine, ich könnte es auch so verfolgen, aber jetzt habe ich mir extra alles so aufgestellt, damit ich so Fernkampf machen kann. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Nur ohne Regen. Das ist jetzt meine Hasenjagd hier. Und ich jage noch einige Hasen, wir sehen uns dann gleich in der Base, weil das wird das ein bisschen Camping. So. Wir sind wieder zu Hause. Also warte, das darf ich nicht alles da reinhauen. Wir haben einige Hasen. Ich habe sie 15, 16 Hasen, das sind ungefähr 22 Scale und 15 Hasen, eben wie gesagt. Ist dann gegangen, wie das Wetter vorbei war. Hat man die Hasen viel besser gesehen, da ist das eigentlich recht schön gegangen dann, aber ja, bis dahin, Sie sehen eh, was ich alles mit habe, sind da doch ein paar Gegner entgegengekommen. Soll ich jetzt alles ablegen, weil das, ich bin leicht entnervt von denen dort. Und alles da rein. Die Federn habe ich auch 16 gekriegt. Das habe ich bei mir da gefunden in der Umgebung. Das war auch recht erfüllend, das zu suchen. Na, was nicht. Das war komplett scheiße. Ernsthaft, das ist so blöd. Wenn man so Federn braucht, nehmt es immer mit, wenn ihr so welche habt. Ihr habt ja mal ins Zimmer liegen lassen, dann brauchst du den immer. Mhm, danke. Mache ich beim nächsten Mal nicht mehr. So, jetzt bauen wir das noch und dann war es das mit den Partys. Ich überziehe ständig, weil das, je länger ich weiß, dass ich Zeit habe, desto länger überziehe ich. Scale, grünes Zeug und dieses Leinenzwirn. Scale, grünes Zeug, Leinenzwirn. So. Nummer 1. Nummer 2 sind wieder dieses grüne Zeug. Jetzt haben wir mal da rein. So. Ich glaube, von dem habe ich noch nicht genug. Refined Item brauche ich 20 davon und habe aber nur... Ja, genau die paar, was ich jetzt habe. Sehr schön. Das heißt, wir müssen hier auf den Sepp warten. So, was können wir noch basteln, geschwind? Können wir dann die gleich da reinhauen? Hier. Nur wieder ein Hirn abbauen nachher, aber derweil sind wir mit dem ersten Hirn bis jetzt rausgekommen. Gut, wir haben auch einmal so eine komische Stätte plündert. Muss man dazu sagen. Gut, dann der Kopf. Ach, das braucht auch sowas. Der Federumhang braucht auch sowas. Das heißt, wir können da genau schießen gehen damit. Ich sehe gerade, wir haben einen Engpass. Wir haben wirklich einen Engpass. Wir haben da einen massiven Engpass. Normalerweise müsste ich mir eine zweite Besorgung von dem nochmal aufstellen. Wäre nicht das Problem eigentlich, sondern zu finden. Naja, schauen wir mal. Nächster Part. So, dann gehen wir nach Penn, da kriegen wir sicher noch einiges Summits. So. Bist du immer noch klein? Das gibt's ja nicht.
Hat das vor Feuerangst, das Ding. Drei. Oh mein Gott, habe ich das verhunzt. Scheiße. Ich wäre ja echt schon mal froh, wenn ich das einfach mal die ganze Rüstung herstellen könnte. Aber gut. Nun gut. Dann, ja gut, eins haben wir. Yay! Ja, wir können da nicht viel machen. Wir brauchen jetzt das Alter, das Verfeinerte. Ohne dem kommen wir da nicht voran. Da brauchen wir gar nichts probieren, so wie es ausschaut, weil das ist ziemlich unnötig ohne so etwas. So schnell wird das jetzt vermutlich nicht irgendwie gedingselt haben. Gut. Okay, Leute, ich lasse das jetzt so stehen. Werde jetzt untertags, während ich bin wieder arbeiten, haben wir keinen Urlaub mehr. Werde mich einloggen und werde einfach stehen bleiben. Und werde einfach immer die Wurzel da so oft abernten, so oft es geht. Das kann nicht so schwierig sein, das geht nebenbei, das ist alle bar. Wenn man alle Stunde mal vorbeischaut, das geht sogar mit dem Handy über Steam Remote. Was? Nur weil es geht, ist nicht unbedingt das Empfehlenswerteste ist, aber... Das ist wirklich schnell gegangen. Einer nach 10 gleich da. Hey. Der hat meine Schwale kaputt gemacht. Käfer. Gut. Leute. Ich besorge mir das und werde das einfach nur herstellen. Im nächsten Part stellen wir sich die ganze Magic-Rüstung her und gehen dann weiter auf Erkundungstour, Erforschungstour. Wer haut da meine ganzen Lichter zusammen? Was ist da drüben jetzt zerplatzt? Ein Hase, anscheinend aus Respekt. Brav. Gut. Schon wieder was blub macht, wieso stirbt da gerade alles? Okay. Gut, okay. Leute, ich mache hier weiter. Beim nächsten Mal werden wir dann die Rüstung herstellen. Ich kratze jetzt einfach mal die ganze Ausrüstung und das ganze Matz. Falsches Biom! Die ganzen Matz dafür zusammen. Hier jetzt mal noch Bäume. Wir brauchen sicher einiges noch an dem Yggdrasil-Wut. Brauchen wir sicher einiges. Nehme ich jetzt mit. Warte dann morgen das Sap ab und dann geht's weiter mit dem Next Part. Und dann geht's langsam aber sicher Richtung Queen. Und ich glaube, was jetzt, wenn das Video ist, ich habe jetzt zwei, drei Tage vorhin einen aufgenommen, weil ich weg muss, kurz mal. Also, kurz übers Wochenende. Denke ich mal, dass ja vielleicht sogar schon der Community-Server online ist. Nee, das machen wir groß und feierlich. Sehen wir dann eh. Auf jeden Fall wollte ich einen machen, einen Wicked Community Server. Weil er wird laufen. Wir nehmen den Seed aus dem Let's Play. Mit Leuten sehen, was wir wo gemacht haben. Vermutlich. Weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir noch. Das hat alles ja noch Zeit, was man so rausfinden kann. Gut, okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, like, comment. Nicht vergessen, meine Freunde. Bis dann und ciao.